Ja, ich weiß gar nicht, wo die Kleber herkommen, aber das beschreibt unsere Stimmung hier im Moment, was den letzten CK angeht. Aber ich wollte an dieser Stelle auch den Desox YT einmal ganz, ganz herzlich grüßen. Ich lese immer alles, ihr seht, dass ich auch die Kommentare lese. Und wenn ich dann verspreche, dass ich sie grüße, ich grüße hiermit dich und dein Clan. Und dann gucken wir mal, warum wir nicht so erfolgreich waren. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akkatute, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt es ja im Vorspann schon gehört. Wir haben es tatsächlich mal geschafft, keinen Dreier zu schaffen. Kommt leider auch mal vor, so ein kleiner CK hier. Wer bei mir im Livestream war am Samstagabend, der hat das schon gesehen. Unser Gegner war schon schwer und stark. Er hat uns bis hier oben, also bis zur 6, bis zu meiner Base, komplett durchgedreiert. Das konnten wir absolut hier nicht kompensieren. Also hier ist wirklich viel offen geblieben und das ist die erste RH10 Base hier. Selbst die ist mit 2 Sternen aufgeblieben. Das heißt, es ist ein RH11er. Und deswegen haben wir uns auch in diesen Bereichen hier wirklich, wirklich schwer getan. Ist aber nicht so schlimm. Dieser kleine Zehner hier, der wurmt uns natürlich so ein bisschen. Deswegen spielen wir jetzt auch wieder einen 15er. Und wir gucken uns trotzdem ein paar nette Angriffe hier, denke ich mal, an. Denn auch die müssen einfach mal gezeigt werden, denn das ist nach wie vor hier ja mein Motto: Clankriege. Und wenn wir natürlich nur Zehner machen und dann auch noch, ich nenne es mal so, nicht so stark spielen, dann ist das schon, dann kann man das trotzdem immer noch zeigen, finde ich, weil auch 1-Sterner und 2-Sterner gehören zu solchen CKs dazu. Aber ja, es ist natürlich, es ist ein bisschen traurig für uns, ist aber nicht so tragisch, vor allen Dingen, weil wir im Moment auch nach wie vor stark auf der Suche, vor allen Dingen nach RH9 sind. Also RH9 kommt hier irgendwie nicht so richtig aus dem Pushen. Also so Leute mit 20-20er Helden, die findest du ja dann doch eher selten. Und ich hatte ja schon in meinem Stream gesagt, wir sind auch nicht abgeneigt, wenn jetzt jemand kommt und hat 18er Helden, hat aber 600-700 CK Sterne, also wo man schon aussehen kann, jo, der kann es als RH9. Und alles, was drunter ist, ist nach wie vor bei uns sehr, sehr schwierig zu bespielen. Also jemand mit einem 10er Heldenpärchen im RH9-Bereich, ah, das ist leider, ja, leider ist es ja so gekommen. Wenn wir jetzt sagen, wir machen die Bude hier auf für RH8, dann müssen wir aber auch mindestens 10 Stück immer in den CKs mitnehmen. Aber die machen ja auch mal Helden, gehen auch irgendwann mal auf RH9 hoch und dann hängen wir unter Umständen bei den gleichen Problemen wieder. Deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig, das Ganze zu deuten. Hier aber schöne Angriffe von Jody, hier sehe ich. Recht spät hier, ich habe mir meine beiden Angriffe beide vergeigt auf RH11. Ist einfach so. Deswegen ist das große Motto hier auch im Moment: RH10 übt RH11. Dem muss ich mich auch anschließen. Also auch ich werde nach der Folge hier und auch in den nächsten Tagen ganz stark auf RH11 ein bisschen üben. Dann die Liga ist mir eh egal. Also auch wenn ich dann weiter wieder absteige, in Champion 1, 2 oder 3 bin, das ist dann halt so. Aber ich werde hier auch 11er üben. Anders scheint es hier nicht mehr zu funktionieren oder so viel. So funktioniert es zumindest woanders viel, viel besser. Das heißt also, 10er machen mindestens gute 2 Sterne auf 11er und die 11er dreiern dafür die 10er. Ist uns aber, wie gesagt, an der Stelle hier ist uns das leider nicht gelungen. Die Bases hier, ihr seht das, das ist jetzt der 8er, also hier oben waren schon die ersten 10er. Das heißt, dies hier ist ja eigentlich noch ein 9,5er. Das sind ja die, die ich sowieso so mag. Und die haben natürlich unsere 9er in Grund und Boden gespielt hier. Gar keine Frage, da blieb hier auch bei uns nichts offen. Und deswegen mussten wir hier schon, ihr seht das, der Swash ist ein RH10er, mussten wir ja auch schon mit 10 dran. Und da ich ja lange im Stream war, danach auch nicht mehr angegriffen habe, habe ich meine Angriffe dann ganz zum Schluss erst gemacht. Da war, man sah schon relativ früh, dass wir nichts mehr geholt hätten oder haben. Und deswegen konnte ich hier ganz entspannt dann 11er machen. Also das waren dann schon eher 2 Übungsangriffe von mir. Aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir sind nach wie vor trotzdem auf einem recht stabilen Weg. Wir haben ein paar gute neue Leute gefunden hier. Die sind jetzt auch schon mit in den CKs hier. Und der Swash hier mit
einer meiner Armee hier. Ach, da muss ich wieder ein bisschen größer machen, sonst sehen wir die Jungs nicht. Da sind sie. Da rocken sie hier durch die Base. Also nach wie vor so ein 9,5, 8,5 ist hier mit meinern, also 9,5 ist hier mit meinern nach wie vor gut zu bezwingen. Und deswegen hat der Swash auch mal wieder zu der Waffe hier gegriffen. Mit Waffe meine ich die 30 Miner hier. Ja, und dann wurde es eigentlich schon schwächer. Man sieht das hier auch. Hier war von einem unserer Neuen dann ein Angriff von dem Killer. Allerdings ohne King. Na, das mögen wir ja nicht so gern. Das wussten wir, glaube ich, auch nicht, dass dort der King pennt. Oder wir haben ihn mitgenommen, weil er, glaube ich, auch selber ein 10,5er spielt. Und hatten an der Stelle unter Umständen gedacht, Mensch, 10,5, das kann passen. Aber hier kommt dann auch schon gleich der erste Troll mit dem Tesla in der Ecke. Das hat er sicherlich nicht gewusst, aber ich meine, mit der 45er Queen ist das auch kein Ding hier. Und deswegen ist der Angriff hier eigentlich nicht schlecht. So greift man ja nach wie vor in den hohen Ligen an. Ich weiß gar nicht, wo der Killer im Moment ist. Irgendwo in Titan tummelt er sich aber auch rum. Und hat natürlich jetzt auch schon nette Truppen und nette Helden hier am Start, aber dennoch gegen die Feger hier, vor allen Dingen gegen den, der da so relativ zentral steht, jetzt noch mit den störenden Skeletten, ist es dann schon ja sehr, sehr schwierig, hier auch mit Warden noch was zu reißen. Jetzt kommt es noch dazu, dass sich der andere Feger unten natürlich dreht, die Lunze immer wieder so ein bisschen durch die Base boostet und der hier in der Mitte geht jetzt erst down. Also der hat die ganze Zeit echt gestört und standen hier gut, war auch, glaube ich, eine relativ stabile Base hier an der Stelle und ja, dann holst du hier 2 Sterne. Das reicht leider nicht, das ist das Problem hier an so einem 10er. Wenn du einen Gegner hast, der gut dreiert im 10er Bereich, das Ganze zu kompensieren, ist dann schon eher schwierig. Aber ist nicht so tragisch. Ja, was wollen wir eigentlich diese Woche noch machen? Ich habe jetzt, mein Urlaub hat ja angefangen und ich hatte ja gestern im Stream schon versprochen, dass ich in der Woche mal einen Stream bringe. Den werde ich am, ich glaube, ich habe mir so ein bisschen die Wetterkarten angeguckt. Ich glaube, den werde ich am Mittwoch bringen. Also Mittwoch irgendwann so im späten Nachmittag habe ich mir überlegt, werden wir ein bisschen Clash of Clans mal tagsüber streamen. Das ist ja ganz, ganz selten bei mir, dass ich sowas tagsüber bringe. Eigentlich kann ich das gar nicht, da ich ja durch meine Arbeit immer in irgendeinem Büro hocke, beim Kunden hocke oder sonst wo hocke. Und nicht bei Hocke, sondern ich hocke dann halt woanders. Aber der Hocke hat hier auch Pech gehabt. Ah, das kam dann noch dazu, dass der Hocke hier richtig viel Pech hatte. Nämlich mit weit über 90% 2 Angriffe. Das wurmt ihn, hat er auch geschrieben. Denn ja, unter Umständen hätte ich dann vielleicht doch noch mal ein bisschen meine ganze Armee umgestellt und hätte dann vielleicht doch noch den ein oder anderen Stern beim RH11 rausgekitzelt. Aber der Hocker hat hier in beiden Angriffen echt Pech gehabt. Mit weit über 90% mit der Armee hier, Loons, den Babydrachen und dann seinen Helden hier. Also das ist wirklich, ja, das Pech kommt dann noch dazu. Aber wie gesagt, das ist ein 10er hier, ist nicht so schlimm. Und ich denke mal, wir sind hier trotzdem, auch wenn die Situation im Moment ein bisschen angespannt ist, recht entspannt. Dadurch, dass wir neue Leute gekriegt haben. Und aber nach wie vor, ich mache ja immer Werbung so ein bisschen hier, suchen wir RH9, gute RH9er, die hier so ein bisschen nachkommen und die CKs hier mit uns in der Midrange mitspielen. Ich will sie mal so benennen. So ein 9er ist ja so Midrange. Also bei uns ist natürlich unterste Range. Das heißt aber nichts. Das ist trotzdem immer bockschwer und sehr, sehr stark. Und deswegen, da dürft ihr euch da nichts bei denken. Also das ist nicht abwertend gemeint oder so. Aber wir machen ja nur CKs hier ab. Rathaus 9 und kleinere Rathäuser, also mit Helden 18, 18, 20, 20. Die spielen hier einfach im unteren Bereich mit. Das ist dann nur leider so. Und deswegen bewerbt euch ruhig. Wir gucken uns jeden Einzelnen immer gerne an. Hier über 18 solltet ihr allerdings sein. Denn wir sind hier schon eine etwas ältere Gesetzetruppe. Und haben hier dann an der Stelle nicht so gerne Jugendliche drin oder Kinder drin. Kinder. Geht gar nicht. Tut mir leid. Das passt hier überhaupt nicht in die Welt, in das Gefüge rein.
Und dafür haben wir ja ein True Warrior 2, das ist zwar auch kein Kinderclan, also auch da sind wir älter, sind etwas gesetzter, aber es gibt dort schon 14, 15, 16-Jährige, keine Ahnung, die dort mit uns richtig nett mitclashen. Also jemand, der 17 ist, der befindet sich ja im 18. Lebensjahr, ne? Also kleiner Hink hier, kleiner Tipp. Manchmal sagt ja einer, ja, ich bin ja noch nicht 18, ich bin ja 17. Aber er befindet sich ja im 18. Lebensjahr und das ist akzeptabel. Also auch das nehmen wir dann hin und nehmen dann auch solche Leute gerne auf, gar keine Frage. Also wenn sie zu uns passen, dann ist das alles absolut in Ordnung. So, wir sehen hier den Gookie auf den Vierer. Leider mit einem Stern, aber ich habe ja gesagt, ich zeige euch auch Angriffe hier ein Sterner und zwei Sterner. Denn hier sieht man natürlich auch Bases, die man ja selber mal im CK sieht, machen muss etc. Und deswegen kann man das Ganze ja so ein bisschen ableiten, so nach dem Motto, so geht's nicht. Ist leider so. Ist überhaupt kein Beinbruch hier, auch vom Gookie nicht. Ich zeige gleich noch einen zweiten Angriff vom Gookie. Der ist an der Stelle da mal richtig gut gelungen. Aber wie gesagt, es gelingt halt nicht jedes Mal. Er kriegt's Rathaus hier zwar in der Mitte. Allerdings fehlen am Ende die Prozente. Ja, das ist dann immer ja, suboptimal. Also auch hier Pech gehabt. Kann man nicht anders sagen. Mit, ihr habt das vielleicht schon am Anfang gesehen, 49%. Ist das natürlich sehr, sehr leidig. Also 49 ist genauso bitter wie 99. Und hast keine Truppe mehr, kannst nichts mehr setzen. Ich meine, hier ist auch schwer, hier noch jetzt ein totes Gebäude zu finden. Hier in dieser Base. Ich schieb die noch mal so ein bisschen hin und her. Hier kannst du, glaube ich, ja, hier hast du nichts mehr. Hier hätte vielleicht noch ein Laki jetzt gekonnt. An irgendeinem Lager hier. Aber die La hier, ja, die überschattet das hier auch. Also vielleicht noch dieses Lager. Gut gesetzter Laki, aber mehr auch nicht. Ja, deswegen ist das schon dann ganz, ganz schwer. Und du weißt ja auch nicht, dass es so läuft. Ja, so muss man es ja auch sagen. Also zweimal Gucki in der Folge hier. Macht auch nichts. Freut ihn vielleicht, dass ich ihn auch zweimal hier dann zeige. Weil die Angriffe gut waren. Auch dieser Angriff hier war super. Muss ich sagen, 2 auf 1. Und ich weiß nicht, Gucki hat selber wahrscheinlich nicht gedacht, dass er plötzlich so hoch im Ranking hier ist, weil eigentlich schwebt er so bei uns bei 5, 6, 7 rum. Aber im Moment haben wir halt nach wie vor viele, die inaktiv sind. Urlaub, Helden, keine Lust, ja, kommt auch mal vor, ja, keine Lust auf Clash of Clans. Dann schmeißen wir auch keinen raus, wenn einer sagt, du, ich mach mal 2, 3 Wochen jetzt ein bisschen weniger. Ich mach nur ein bisschen Event, ein bisschen Pause, ein bisschen Bauarbeiterbase. Aber CKs, lasst mich mal raus. Ist natürlich schade, gar keine Frage, aber es hatte ja bei meinem Rauswurf zumindest, glaube ich, richtige Leute getroffen. Denn einige sind ganz bewusst nicht wiedergekommen. Ja, das waren dann einfach Leute, die hatten die ganze Zeit beide Helden, haben aber sich gegen CKs gemauert hier. Und das fand ich dann an der Stelle ja nicht mehr akzeptabel. Und einige von denen sind auch gar nicht mehr wiedergekommen, weil vermutlich die Spielweise nach wie vor die gleiche ist. Das heißt, ich habe zwar alle Helden, aber ich spiele keine CKs. Und Clash of Clans, finde ich nach wie vor, ist, dass man sich gegenseitig clasht, also Clan gegen Clan. Und deswegen, ja, wer hier rein möchte, der muss mit uns in die Kriege ziehen. Keine Frage. Aber sollte auch seine Helden machen. Auch das toleriert wir. Okay, also 56%. Ich glaube, es werden, glaube ich, auch nicht mehr Prozente. Auch wenn der Warden hier jetzt echt noch lange Zeit hätte, ne? Eine Minute, wir sehen das gerade hier unten. Aber nochmal auf Mittwoch zu sprechen zu kommen, ich werde mich jetzt zu Anfang der Woche mal schlau lesen, wie ich in Twitch und in YouTube das Ganze mal plane, auch mit so einem Thumbnail, und wo die Zeit dann abtickert, dann weiß eigentlich in etwa jeder, aha, dann fängt der Stream an. Ja, das habe ich am Wochenende ja so ein bisschen vermisst, auch von mir selber, weil ich war mir ganz stark im Zwiespalt. Wann machst du eigentlich den Stream? Samstag, Sonntag? Ah, wie kommst du jedem am besten entgegen? Aber ich werde das einfach gut machen. Ich habe zwar am Samstag gestreamt, aber das war ein ganz unglücklicher Zeitpunkt, hätte ich fast gesagt. Fußballspiel, coole Sendungen im Fernsehen, nettes Wetter. Und ich weiß, dass es am Mittwoch, glaube ich, nicht so nett ist. Und ich habe auch dann, glaube ich, Zeit,
Ja, glaube ich. Ich weiß, dass ich Zeit habe. Und dann plane ich das einfach mal. Ihr werdet das dann sehen. Und dann gucken wir mal, was wir hier in Clash of Clans machen. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet hier. Also lasst euch überraschen, was wir hier tun. Also keine wilden, komischen Sachen hier, sondern wir werden hier nach wie vor so ein bisschen was machen. Ob das jetzt in dieser Base ist oder mit meinem RH9. Dem fehlt nämlich ziemlich viel. Entschuldigt. Dem fehlt ziemlich viel Dunkles. Und unter Umständen machen wir einfach mal so einen dunklen Livestream oder sowas. Mal gucken. Vielleicht auch ein bisschen mit Dorfbesuche. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht da wünscht, was ich an der Stelle machen soll. Und dann können wir das sicherlich realisieren. Ich würde sagen, das war es erstmal aus dieser Folge. Bis dahin, euer Toto. Clash.